Willkommen zurück zu Uzi Earth Adventure und wir wollten in der heutigen Folge zusehen, ob wir hier mal hochkommen. Was wir bisher vorher noch nicht probiert hatten. Irgendwie bin ich da gerade jetzt zu doof für. Hallo? Achso, ja, okay. Bob. Na, das kann ja spaßig werden. Ja, okay, war gar nicht so schlimm. Ich stelle mir das meistens schlimmer vor, als es ist. Ja, okay. Oder vielleicht auch doch nicht. Och, nee. Hopp. Hopp. Ja, spring doch. Ja, das ist, wie ich in der letzten Folge schon sagte, das ist so ein bisschen tricky, dieses Walljump. Da muss man sich echt dran gewöhnen, obwohl es nicht schlecht gemacht ist, muss man sagen. Ist halt nur ein bisschen ungewohnt. Nee, ein bisschen ungewohnt. Wupp. So, den weg. Das ist schon mal recht hilfreich, würde ich sagen. Top, den auch weg. Hopp, nein, nein, nein. Boah. Ja, klappt doch. Oh, Mist, war das hier der reguläre Weg? Sieht fast so aus, ne? Gehen wir vielleicht doch nochmal da runter. Alter. Oh. Okay. Oh Mann! Ja, komm, Walljump. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Irgendwann gewöhne ich mich dran. Irgendwann. So. So. Der Sprung, da war ich vorhin schon tierisch nervös. Irgendwie jetzt auch wieder. So, ich hoffe echt, dass das jetzt wirklich der Weg ist. Jo. Wie vermutet, hier ist das Sternchen und ich krieg wieder den Walljump nicht hin. So, und jetzt da hoch. Alter! Mann! So. Oh, das war aber. Hallo, machst du den Stump? Danke. Ach, gut, dass ich nicht gesehen habe, dass da Stacheln sind. Und den habe ich auch nicht gesehen. Meine Fräse. Aber ein bisschen Konzentration wäre vielleicht gar nicht so von schlechten Eltern. Hätte einen gewissen Vorteil, glaube ich. Auch wenn ich das Spiel an und für sich zur Entspannung spielen wollte. Und nicht für große Konzentrationsaktionen. Alter. So. Na, mach den Stomp. Gehen wir einfach. Wow! Da war ja schon wieder mehr als knapp. Hallo, Stomp. Danke. Wow, der war knapp. Und Checkpoint. Nee, Level Ende. Okay. Wir haben da anscheinend einen Secret Star übersehen. Wo mag der gewesen sein? Schade. Mal weiter. Wobei ich jetzt nicht gelesen habe, was da stand. Ob das irgendwie vom Belang war, keine Ahnung. War es aber bisher ja eigentlich nie. Außer vielleicht. Oh. Eis. Ich rutsche hier. Na, das wird ja lustig.
Ach, da ist unser Schattenfutzki wieder. Oder war mir der nur bisher noch nicht aufgefallen? So, da haben wir schon mal den Stern. Und da, ach so, hier oben ist kein Eis. Hier ist Eis. Oh! Das Eis ist gemein. So, und hopp und na. Und hopp und hopp und hopp und nein. Jetzt. Och, der kütt von da wieder. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie soll das denn gehen, Alter? Ach so, vielleicht sollte ich einen Doppeljump nutzen. Das wäre vielleicht von Vorteil. Nein, du solltest dich nicht der... Du solltest nicht nach rechts springen. Naja, okay. Hopp. Ja, es ist nicht ganz so glatt, wie man von Eis vermuten sollte, aber... Oh, ich glaube... Ich glaube, dass ich dem da unten nichts kann. Der da gerade war. Und wegen dem ich dann gestorben bin, obwohl ich nicht in den reingerannt bin, sondern nur geguckt habe. Der da. Ja. Oh ne, man kann ihm doch was. Okay. Ja, die Stacheln sind aber... Okay, geht. Pop. So, lauf, lauf, lauf. Ja. Oh, boah, wie gemein. An der Stelle ist das Eis wirklich gemein. Da fällst du da runter, weil du den Doppelsprung, den Walljump nicht hinkriegst. Und rutscht in die Stacheln, ey. Das ist fies. Checkpoint! Warum bin ich jetzt aus Reflex gesprungen? Das kann mir auch wieder keiner erklären, ne? Das ist genauso, wie man reagieren sollte, ne? Man sieht, es fällt einem gleich was auf den Dassel. Und dann springt man dem Ding einfach entgegen, damit man es früher abkriegt. Like an Amiga. So. Komm du auch runter. Danke. Was ist das? Was hustest du denn? Kann ich dir was? Nee, ich will das nicht ausprobieren. Der hat Stacheln am Kopf. Kann ich da durchrutschen? Passiert mir dann was? Ich renne einfach weiter. Genau. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken vor dem Schattentypen. Okay, der scheint den da mir einen Hinweis zu geben, dass man den killen kann. Hat er die Stacheln nicht immer? Habe ich halt jetzt richtig? Tatsächlich. Den wird man wahrscheinlich nur nicht killen können, wenn er diese Stacheln raus hat. Danke. Alter! Mussten wir da jetzt hoch? Nee, da runter. Okay. Hopp. Ja, wir müssen jetzt halt mal gerade weiter können. Ach, das waren sie gar nicht, auf die ich aufpassen muss. Da muss ich aufpassen. Ja, super. Und hier rutschte nämlich nach rechts, als ob du Rückenwind hättest. Oh nee, jetzt nicht mehr. Okay. Der Doppelsprung ging nicht. Alter. Ja. Ein Fail nach dem anderen, das gibt's nicht. So, hier brauche ich nicht aufpassen, da muss ich aufpassen. Und kaum habe ich es gesagt, springe ich voll rein. Das kann nur ich. Da bleibe ich bei. Es ist unglaublich. So, dahin.
dahin und nicht rutschen. Nicht rutschen. Hörst du auf zu rutschen? Danke. Alter, da macht er genau in dem Moment die Stacheln raus. Ey, nee, nee. Ja, und da bin ich schon wieder. Das ist nicht mein Level bisher. So, zieh deine Pika ein, du. Ja, zeigt er mir, wie ich auf die Pika drauf springen soll. Das ist natürlich auch gut. Hey, wir sind hier. Okay, unten Stacheln, oben Stacheln. Ja, und ich treffe natürlich, ich wollte gerade sagen, ich treffe natürlich beide, aber bin ich ja gar nicht mehr zugekommen, weil ich schon tot war. Ich wette mit euch, ich hätte den zweiten noch getroffen. Also den oben unter der Decke, genau wie den jetzt da. Gibt's ja nicht, hier wollen wir doch jetzt endlich mal durch, oder? Achso, der ist ja weg. Ja, ey. Kann mir mal einer erklären, warum ich da jetzt einen Doppelsprung gemacht habe und hier schon wieder so dämlich springe? Ey, das ist unglaublich. In dem Moment, wo ich es mache, denke ich mir, oh Mann. Und wenn ich das oh Mann fertig gedacht habe, bin ich dann tot. So, jetzt. Normalen Sprung und normalen Sprung und normalen Sprung und Doppelsprung, weil sonst komme ich nicht dahin. Wahnsinn. Wer schießt da? Das ist natürlich sehr toll mit den Pikern da oben unter der Decke. Was haben wir hier? Sometimes your path is blocked by ice blocks. You can break them by stomping on them. Achso, das ist gleich wie auf der Erde, ist in Ordnung. Warum zeigt er mir, dass ich da oben lang springe? Wofür? Komm, ach, da kann man hoch. Ah. Alter. So, Onkel, hast du die Pika raus? Ja, war ja klar. Dann ist er sogar schneller, wenn er die Pika raus hat. Pop. Komm, lass dich fallen. Warum nicht? Okay, hat sich fallen lassen. Und Dams. Da unten ist der dicke Stern. Oh, das war wieder Leigenamiga. Muss ich nicht betonen, oder? Die Unfähigkeit. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier? Nee, sag mir jetzt nicht, ich hätte da oben doch... Ah, ich komme da hin. Okay. Ah, okay. Das war... Ich behaupte jetzt, das war Skill. Ja, glaubt mir einfach, oder? Bob, glaubt ihr mir das sofort? Alter! Es ist unglaublich! Ja! Ja, und in den auch wieder rein! Es ist super! Diesmal nicht. Komm. Komm runter. So. Sausack. Achso, da muss ich ja gar nicht mehr hin. Ja. Bumm. Da muss ich auch nicht mehr hin. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge an, weiter an, wie ich hier lose. Oh Mann. Bis dann, ciao!